Mein Chef hat mich mal ausgezankt aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot und nachts habe ich es geträumt und am nächsten Tage ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlappschwanz, Sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist im Klaren. Na, da träumte ich von seinem Tod und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW ihn überfahren. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, da brauche ich nur von Ihrem Tod zu träumen. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, rennen sonst in Ihr Verderben. Und seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Haus zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihren Erben. Meine Hausfrau wollte den Zins erhöhen aus reiner Bucherei. Na, da dachte ich mir, warum soll die das haben? Ich träumte eine Nacht von ihr, das kostete mich nichts. Und eine Woche später haben wir sie begraben. Und dann hatte ich eine Freundin, die noch hübscher war als ich. Na, da setzte ich mich abermals in Trab. Im Traum dachte ich mir noch, die Frau vermisse ich nie. Aber jetzt geht sie mir doch ein bisschen ab. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, Sie scheinen doch ein wenig munter. Ich hab zwar jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert, doch irgendwo bringe ich sie schon noch unter. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, wenn ich das Schlafengehen erwähne. Sie sind bis jetzt ja noch ganz kess und lachen mich wohl aus, indes Sie werden schon noch höflich, wenn ich gähne. Nur eines macht mir Sorge, ich war gestern Abend aus. Das erzähle ich Ihnen rasch, bevor wir scheiden. In der Bade hing ein Spiegel und darin sah ich mein Bild. Und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt habe. Was geschieht, wenn ich von mir jetzt träume? Ich kriegte einen Schreck, wo ich in meinem Leben doch so viel versäumt habe. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und gehe auf keinen Fall mehr schlafen. Ich nehme seit gestern Aufputschpillen. Ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst durch meine Träume noch bestrafen. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und bleib auf keinen Fall allein. Weil ich doch nicht zu hoffen hab, wenn ich die Augen nicht offen hab. Ich habe ja auch gestern Nacht nicht anders hinter mich gebracht. Ich weiß, es ist ja ungesund, doch besser als ich schweige und schlaf ein und schlaf ein